Hallo Internet, willkommen zu Hinter dem Meme. Heute schauen wir uns an Number 15, nach Tara Ben auf einmal verschwunden. Nach dem Quickmaps 3 Video, wollte man nach Tara Ben nie wieder finden. Auf seinem Kanal macht er einen Livestream, wo drum gebeten wurde, mal etwas schneller zu rappen. Daraufhin habe ich den YouTuber Mike Bisasam auf Skype, was jeder noch benutzt, diese geheimnisvollen und mysteriösen Informationen mitgeteilt. Vielleicht hat Mike was damit zu tun. Aber auch wenn Mike es nicht will, ist es das, was er bekommen hat. Ey, kann ich bitte mein Video starten? Achso, ja. Send your cringy videos to Mike on Twitter. And he picks his favorite in the next episode of Cringy Dingy. Hallo meine Pokéfreunde und Pokéleine, wir fangen jetzt sofort an, let's go. Es steht eine WM in Russland bevor, dort werden Menschenrechte unterdrückt, dort werden Schwule unterdrückt. Stopp mal, ich wollte gerade sagen, dass eigentlich die Strafen viel zu gering sind und zu lasch sind. Ich bin ja auch dafür, für die härteren und längeren Strafen. Oh nein. Who am I? Let's go to the beach, bitch! Oh nein. You know what time it is? Pizza time. Bitch, you guessed it! You was right. When I grow up, I want to go to the moon! Why wait? Ja, wahrscheinlich wieder Copyright, oder? Wahrscheinlich wieder Copyright in die. What the fuck? Wie viel Copyright? Ich hab noch nie ein Video gesehen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Copyright Strikes. Nein, nein. Ich wollte sowieso nicht gucken. So fucking cringy. Oh Gott, ich bin befreit. Yay. Oh nein. Entschuldigen Sie, haben Sie Interesse an einem Grundgesetz? Nein, danke. Oh. Jetzt kommt der Feuerlöscher. Ich mach's auf so einen Abstand. Ich mach's von hinten. Ja! Why? Oh, Scheiße. Oh, why? Why? Ja. Oh, das ist so unangenehm. Gibt's denn irgendwas zu fressen? Es ist auch cringe, aber ich fühle gerade richtig hart dieses Unangenehme. Nee, wir gehen jetzt. Heute wird sich flüssig ernähren. Den Reis mit Wasser kochen? Das geht doch ohne. Oh, was machst du? Was machst du? Warum? Das Grundgesetz, nehmt es! Nehmt das Grundgesetz! Nehmt das Grundgesetz! Dann aus! Warum belästigst du die anderen Leute? Ja, aua! Nehmt das Grundgesetz! Nehmt es! Das Grundgesetz! Ja! Ja! Jawohl! Den Filterkaffee mit Kaffee kochen? Es geht doch ohne. Was macht er jetzt wieder? Nein, doch Junge! Och Junge! Oh nein! Haben Sie Süßigkeiten ich für uns? Ich hab die Homosexualität erfunden! Oh nee! Ihr habt keine? Die haben keine. Ihr habt Krankheiten! Haben Sie Wein oder Schnaps? Haben Sie Erbkrankheiten? Haben Sie irgendwas Essbares? Haben Sie einen geilen Fickfuß? Haben Sie irgendwas, Junge, was Sie bereit sind abzugeben? Haben Sie Junge, was los mit denen? Alter, hier sind noch... Max, nein! Ach, Junge! Ja. Ey, es ist einfach so träge, es ist die ganze Zeit das Gleiche. Einfach, er macht irgendwas ultra Unangenehmes. Weiß nicht, geht schlecht mit Lebensmitteln um oder schmeißt irgendwas auf den Boden, schreit rum. Oder was auch immer, belästigt andere Leute, es ist immer das Gleiche, es ist einfach sehr unangenehm. Regie sagt, es ist noch nicht genug, ich muss noch mehr schauen. Ja, ja, ich kann sie mitnehmen, mein Freund, die ist alle. Wissen Sie, selbst zu Menschen wie Ihnen empfinde ich sexuelle Neigungen.
Und ich hoffe, mit ihnen heute Abend noch ins Bett zu steigen. Sie geiles Schwein, ich hab sie wirklich lieb. Dann hab ich da reingekackt! Ja, das Wasser verschwendet! Welches Wasser? Alles verschwendet! Welche? Alles verschwendet! Was hat denn der verschwendet? Das kommt gleich. Kannst du mal bitte den. Ich hätte den Sangria leer getrunken, wenn Max nicht gedrückt hätte. Ist er ein Tourist dort unten? Ist er ein Tourist dort unten? Zieh weiter. Los. Herr Tourist. Ist er ein Tourist? Los. In die Krankenstation. Komm. Los. Pflaster. Entweder sie kriegen. Das war bisher das Lustigste im Video. Und es war nicht wirklich so lustig. Ach, wieso? Junge, wieso? Es war nicht lustig und... Hab auch nicht gedacht. Junge, das ist aber eine starke Wische. Die arme Melone, hättest du noch essen können. Nein. Kannst du Shampoo herstellen? Nein. Oh, das ist eklig. Warum ist da Geld drin? Ja. Oh, nein. So, jetzt haben wir hier unser Shampoo. Oh, ihr müsst euch vorstellen, irgendwelche Menschen haben dieses Geld in der Hand gehabt. Und nicht nur das, die Menschen, die das Geld danach bekommen, was sie jetzt gerade hier im Video haben. Die tun mir leid, die Leute, die das Geld bekommen. Ach man, warum? Oh ja. Oh, das ist so eine Strafe. Und nicht die Lust, das ist sowas, das macht man als Strafe und nicht als, ja, haha, XD, wir machen es just for fun, XDDD. Schnaps? Schnaps, was soll ich denn Schnaps sagen? Bier? Irgendwas Alkoholisches? Junge Max. Wir sind große Kinder. Ich bin leider schon 27. Als ob! Junge! Ich bin 27. Ältere Menschen sind viel zu großzügig. Was ist das? Irgendwas? Irgendwas? Was für Halloween ist? Vielen Affen. Ach du Scheiße, ich hab Angst, das zu trinken. Aber das ist nie vergiftet, oder? Weiß ich nicht. Also, wenn es vergiftet ist, dann sterbe ich vor eurer Haustür, da haben sie die Verantwortung. Junge, hast du es zum ersten Mal in deinem Leben benutzt, ja, oder was? Gehst du zum ersten Mal Brot einkaufen? Nee, vertrau mir doch einfach. Och meine Güte, jetzt stellt er sich so an. Hä? Wie geht denn das? Wie fasse ich das denn an? Hä? Wie geht denn das? Hä? Wie fällt man? Hä? Wie geht das? Nein, die schöne Torte, was machst du? Oh, so unangenehm. Oh, die arme Torte. Auch ein paar Grundgesetze. Jetzt auch ein paar Grundgesetze. Warum? Genau. Langeweile oder was? Alles rein hier. Einfach alles rein. Warum? Genau. Dann hier ein paar Grundgesetze. Darf man das überhaupt? Ist das legal, einfach in irgendwelche Supermärkte zu gehen und dann einfach seine ganzen Bücher zu verteilen? Darf man das? Ich meine, ich wahrscheinlich schon, weil niemand kommt auf... Weil das Gesetz kommt nicht auf die Idee, dass irgendwer so etwas machen würde und dass dann... gleich von dahin schon verbieten. Also, ich schätze mal, das ist so erlaubt, aber ist halt, why? Ich find's halt nicht okay. Also, wenn ich der Manager halt das Gesicht hier rausgeschmissen. Ich meine, ja, aha, Grundgesetz, XD ist lustig. Ja, okay, kann ich verstehen, aber musst du es gleich jedem unter die Nase reiben? Ich meine, es reicht schon, wenn du einfach irgendwelche Leute auf der Straße fragst, ob die das haben wollen. Du musst nicht so ein großes Affentheater draus machen. So, genau, Mission. Ich glaube, da habe ich auch so ein Grundgesetz. Moment mal. Hier, ist das nicht das Grundgesetz? Das ist es doch, oder? Also meins sieht ein bisschen anders aus. Auf der Rückseite ist auch so gar keine Melodien, aber... Aber das ist doch das Grundgesetz, oder? Da steht Grundgesetz drauf. Ich denke mal, das ist es. Fortnite Dance, but with Fall Guys Characters. Warum? Warum? Ach, bitte nicht. Warum? Nein, bitte nicht. Boah, mit dieser Default Dance, ja, lustig. Haha, XD. Aber warum mit alle Tänze? Why?
Warum? Jetzt wird mir auch noch, jetzt sieht man es nicht, aber hier oben wird mir auch noch so ein Fortnite-Video empfohlen jetzt. Danke. Wow. Jetzt werden mir Fortnite-Videos empfohlen, nur weil ich eine Folge für Gigi aufnehme. Ich hätte das nicht machen sollen. Fuck. Einfach alles cut jetzt. Hören wir einfach auf. Ist das wirklich ein Taunt in Fortnite? Wie kann sowas auf 5 Minuten gestreckt werden? Nein! Fall Guys vs. Among Us Rap Battle Gacha Live. Okay, komm, let's go bei diesem Titel und Thumbnail. Make sure to join the Savage Squad! Und das kann ich nicht lesen. Geil, wer ist da, Alter? Dann sieht ihr zumindest, dass kein Masaloge hier nicht. Also sagt mir jetzt aber nicht. Sag mir jetzt aber nicht, es ist Copyright. Nee, anscheinend nicht. Hört sich aber so an. No sleuth in this whole crew could convince the audience to vote you when I'm leaving rhymes to take your O2. So don't be surprised when you choke, dude. But it's your head. Wow. Wow, ist das halt einfach nur das Lied, was mir, warte, Moment, was no joke einfach hier empfohlen wird. Das Lied ist es einfach. Aber halt richtig schlecht, ein Frame pro 10 Sekunden. Ja, das war's. Und dann hier der Rest einfach so ein Outro. Wow. Wow. Nein, die Arme prickelt! Nein! Was findet er heraus? Oh nein! Rule 34 exists! Nein! Das macht jedem das Internet kaputt. Oder besser, je nachdem. Dedicated to helping animals can't help themselves. Like penguins. Really? Das Video ist auf jeden Fall cringe, weil die Effekte einfach so unlustig sind. Tut mir leid, ich find's einfach unlustig. Boom! We did it! Six Most Wanted has been completed! We are done and out of here, man! Absolutely fantastic! Absolutely fantastic! Warum schreibt da jemand, I hope Twitch bans you? Und dann schreiben Leute, ja, 25 bis 30 Jahre alter Mann schreit über Anime-Spiele rum. Ja, ist halt so. Aber warum soll er gebannt werden? Haben wir gescheatet oder so? Oder warum? Warum schreiben da auch Leute unfollowing? Das habe ich vorhin auch schon mal gelesen. Am unfollowing. Verstehe ich nicht. Was hat er jetzt böse gemacht? Ist halt einfach ein Typ, der Anime-Opening gemacht hat. So, irgendwas verstehe ich nicht. Ich brauche Kontext, sonst ist nicht cringe. Keine Ahnung. Ach, boah. Frank, hast du das geschluckt? Einfach so? Oh. Wir sind pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim Einzel Talk Radio. Um es nachher nicht zu vergessen, sage ich es gleich jetzt. Guten Morgen, Domian. Pass auf, ich sage das ganz kurz und knapp. Also, Domian, fühl dich nicht beleidigt, aber beweg deinen Arsch. Warum? Beweg einfach deinen Arsch. Red, geh zu einem Therapeuten. Nur mal langsam. Dann kümmere dich wirklich um dein Drogenproblem. Ist doch Quatsch. Und dann schau, dass du ziemlich schnell einen Kontakt zu deinem Kind herbringst. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich scheiß drauf, Roland. Du bist es aber nicht. Du darfst da nicht drauf scheißen. Doch, oh ja. Fick dich. Du musst deinen Arsch bewegen, weil sonst gehst du unter, Kumpel. Du bist ein Hetzer, sage ich dir. Also ganz ehrlich, ich möchte dich ja nicht beleidigen, im Gegenteil, aber ich muss dir verbal deinen Arsch drehen. Einfach aber jetzt ist Schluss. Tschüss. Salü, ciao. So ein Unfug. Salü sagt man wo? So in Baden-Württemberg, im Saarland? Das ist Arsch-Attack. Das ist Arsch-Attack. Das ist Fart-Attack. Das ist Hard-Attack. Jetzt kommt Attack von Titan. Lol. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, nicht selber machen, da kein Mensch diesen beschissenen weißen Bastelkleber hat. Also, los geht's. Lust auf ein bisschen Zauberei? Nein. Bis zum nächsten Mal bei Art Attack. Tschüss. Ciao. Stark, oder? Ein abgetrennter Kopf? Mit dem macht sogar das Aufräumen Spaß. Wollt ihr auch sein? Kein Problem. Holt eure Axt raus und legt los. Besorgt euch als erstes einen großen... Ja, aber wenn ihr diesen Kopf abschneiden wollt mit der Schere, ja, dann fragt bitte eure Eltern. Wenn ihr damit fertig seid, dann seid ihr damit fertig. Lol.
tolle... Um die Wahrheit herauszufinden, muss man die Wahrheit herausfinden. Und dann geht er wieder. Oh nein, ich kenn das. Das ist so cringe. Was erwartet das Kind? Also steht da einfach nur so rum. Ja, vor allem er trägt einfach so eine Batman und Joker Shorts. Und singt jetzt ein Lied über ein Spiel, was niemand kennt. Steht da so richtig angespannt und singt auf dem Boden. Cool. Was erwartet der? Ja, ich gewinne jetzt auf jeden Fall. Halten. Erste Anruferin, Bianca. Bianca ist völlig langweilig. Hallo, Bianca. Ja, hallo. Fick dich. Ja, ich grüße auch. Geh weg. Ja, mach ich. Tschüss. Ich kann nur meine Abscheu formulieren. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Danke, Julian, und ich wünsche dir alles, alles. Ciao, tschüss. Ich wünsche dir alles. Ciao. Sieht jetzt schon geil aus. Gatsuki vs. Konki Donk. Los, Konki Donk. Stinky. You damn dirty ape. Oh shit. Oh shit! That's a huge bitch! Okay! Okay! Finde ich das lustig. Hey! You saved me. Oh. Weil ich übrigens wollte. Was hat er gesagt? Why? Monkey. Monkey. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand's voll lustig. Ich weiß nicht wieso. Warum finde ich das lustig? Oh nein. Hello. Oh nein. 365 Sekunden auf Gargura being cute. Out of context. Ja, tut mir leid, dass ich sie halt nicht cute finde. End my suffering. Leseempfehlung, den Text kann man sich noch... Schnarsch. Ja, er guckt sich halt Memes an. Cool. Und jetzt? Und jetzt endet das Video.